Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Schminkvideo mit euch und zwar eure Favoriten aus dem Purish Online Shop. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ehrlich gesagt musste ich ein bisschen tricksen, weil ansonsten wäre es fast ein Fullface-Nabler geworden und dementsprechend habe ich noch ein paar andere Produkte dann hinzugenommen, damit wir auch einen kleinen bunten Mix an Marken haben. Alles in der Infobox verlinkt. Schau gerne dort mal vorbei. Und das hier ist jetzt ein, ja, ganz special Depesche-Video. Denn ab heute, dem 28.01. bis zum 11.02. bekommt ihr auf das komplette Sortiment von Purish 20%. Mega geil. Und ja, mit dem Code Claudi20. Ne? Schaut da gerne mal vorbei. Das heißt, nicht nur auf ausgewählte Marken, nicht nur 15%, sondern auf alles und Claudi20. Ja. Das ist nur für meine Community und das fand ich so, so cool. Vielen, vielen Dank an das wundervolle Purish-Team für die wundervolle, mega geile Kooperation. Und jetzt starten wir natürlich mit Nabla, ist klar, Angel Aura Primer. Den habt ihr offensichtlich sehr häufig dort bestellt. Was bei diesem Primer halt auch der Wahnsinn ist, egal mit welcher Foundation aus meinem Sortiment, aus meiner Sammlung ich den verwende, er funktioniert mit jeder Foundation. Und das ist echt krass, denn ich höre auch immer wieder von Leuten, die einen komplett anderen Hauttypen haben als ich, und ich bin ja eine trockene Haut, dass der auch bei denen so gut funktioniert. Ne? Also auch bei öliger Haut, bei Mischhaut und so. Und das ist nicht einfach. Natürlich auch unter euren Favoriten ist Catrice und da ist natürlich jetzt auch das neue Sortiment am Start. Schaut gerne mal auf der Purish-Seite vorbei. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier die HD Liquid Coverage Foundation. Ich habe die in der Farbe Porcelain Beige 002. Die ist sehr, sehr flüssig und soll zwar mattierend sein, aber bei mir funktioniert die richtig, richtig gut. Die macht ein ganz tolles Finish, obwohl ich keine mattierenden Foundations mag. Ich werde mir die jetzt einarbeiten mit einem Riesenschwamm. Auch den bekommt ihr bei Purish von Luisa Crashen, Crash Cosmetics. Ihr fragt mich auch super häufig so nach meinen Jahresfavoriten. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich hier so auf meinem Tisch umschaue, entspricht das auch ziemlich meinen Favoriten. Also da sind wir uns sehr, sehr einig in der ganzen Geschichte. Denn also den Primer finde ich klasse, die Foundation finde ich klasse und auch die Produkte, die gleich folgen werden, habe ich auch relativ häufig verwendet, jedenfalls einen Großteil davon. Wenn ich die Foundation mit einem Pinsel einarbeiten würde, wäre die Deckkraft etwas höher, ne? Aber so mag ich das ehrlich gesagt ganz gerne leiden, weil das so eine mittlere Deckkraft hat. Mit einem Pinsel aufgetragen, wie gesagt, hätte ich eine hohe Deckkraft und so easy peasy ist es super. Dann habe ich hier einen Concealer und zwar ist es von LA Girl, der Pro Conceal High Definition Concealer, habe ich in der Farbe Vanilla. Der kommt mit so einer Pinselgeschichte raus, sieht relativ schnell, relativ spackig aus. Und auch hier einfach mit der Spitze von dem Schwamm einarbeiten. Dominique Cosmetics ist eine Marke, die ich eigentlich eher so mit Lidschattenpaletten in Verbindung bringe. Ja, und die haben letztes Jahr eine Lidschattenbase herausgebracht. Das ist diese hier. Auch das ein super beliebtes Produkt dort auf der Seite. Der Eierwagen kommt hier gerade vorbei. Gibt's das bei euch auch? Immer samstagmittags kommt er bei uns. Genau, so, habe ich mir jetzt jeweils ein Tröpfchen aufgegeben und kann das mir einfach mit dem Finger verteilen. Und ihr seid einfach großartig, denn auch von euch ist Nabla Two Reasons, diese Blush-Geschichte, ja, ein Favorit. Und ich kann es auch nicht verstecken, dass es ein Favorit von mir ist. Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Das ist ein ganz, ganz toller Cream-Blush und das ist die Farbe Soft Nude. Kann ich mir auftragen, einfach auch wieder hier mit dem Schwämmchen. Gehe ich hier so ein bisschen ins Fännchen und das hat sich gereimt. Und dann kann ich mir den hier so auftupfen. Und ich wurde auch in der Realität, also quasi in der normalen Welt, wo man mich so halt Angesicht zu Angesicht sieht, ne? Wo halt keine Softboxen um mich drumherum sind und so, auch schon öfters gefragt, Mensch, was ist das für ein Blush? Also so von Familie und Freunden, wenn ich den drauf hatte und konnte ihnen halt auch genau sagen, Nabla Two Reasons, wisst ihr Bescheid, ganz tolles Produkt, weil die Farbe ist, finde ich, eine ganz besondere. Das ist nicht so knallig, es ist halt so ein bisschen zurückhaltender, aber trotzdem ist er da, ne? Also sehr natürlich. Jetzt kommen wir zum Setten. Da habe ich von Beauty Bakery das Flower Better Not Bitter. Das ist so ein loses Puder. Habe ich auch schon eine ganze Weile hier, schon bevor das überhaupt bei Purish eingezogen ist. Und damit sette ich einfach den Concealer. Ach, ich doof. Ich habe doch hier von LH Cosmetics, von Linda Halberg, noch so ein Vieh. Damit hätte ich eigentlich arbeiten wollen. Mensch, 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 Mensch. Habe ich aber noch früh genug gemerkt. Das heißt, ich kann umdisponieren, denn ich habe dieses Pinselset von Linda Halberg hier, was ich auch mit euch zusammen jetzt austeste. Und hier habe ich jetzt einmal diesen
Puffel, der sehr spitz nach vorne zusammengeht. Und damit kann ich halt super, Puder hier auftragen. Loses Puder verwende ich persönlich aber immer nur so ein bisschen unter den Augen, ne? Oder halt an Stellen, wo gerne mal Foundation creased, vielleicht so in Falten oder sowas. Aber an und für sich verwende ich lieber ein festes Puder, ein gepresstes. Und da ist euer Favorit natürlich das Nabla Puder Close Up. Ist übrigens auch irgendwie so ein bisschen als Dupe gehandelt zu dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Powder. Auch dieser Pinsel, also das komplette LH Cosmetics Pinselset habe ich hier am Start. Ne? Das ist jetzt heute in Anwendung hier. Etwas, was auch sehr beliebt ist, war die komplette Kollektion von Maxime mit Catrice. Ich werde jetzt hier nicht die Blushes draus verwenden, aber das, was Maxime empfohlen hat, werde ich machen. Und zwar nehme ich den Ton Sunrise, das ist dieser hier oben, dieser helle. Und verwende den einfach so als Finishing Powder, dass quasi so ein bisschen Leben ins Gesicht kommt. Also wie so diese Hourglass Puder ja auch verwendet werden. Ne? Das ist ganz schön. Bei der Palette hat es mich übrigens überhaupt nicht gewundert, dass es auch zu euren Favoriten zählt. Weil die war echt, also ist nach wie vor richtig, richtig gut. Und die gibt es tatsächlich immer noch zu kaufen. Also das komplette, die komplette Kollektion. Schaut gerne vorbei. Claudi 20 gibt ja auch nochmal 20% Rabatt. Ein Staple oder ein Oldie but Goldie, keine Ahnung, ist von Physicians Formula der Butter Bronzer. Ich habe den noch in der ganz, ganz alten Verpackung. Da gab es noch keine Farbbezeichnung. Mittlerweile gibt es ihn ja auch in Light und so weiter. Ne? Ich finde den großartig. Und auch den trage ich mit diesem Pinsel auf. Es ist halt so ein Produkt, da brauche ich gar nicht so lange drüber nachdenken, weil er sich halt wie von selbst wegblendet, also einblendet. Ne? Das ist total schön. Und der ist auch nicht todesmatt. Der hat auch irgendwie so ein bisschen Bewegung mit dabei. Und das finde ich ehrlich gesagt auch total schön. Manchmal mag ich auch ganz gerne matte Bronzer oder matte Blushes, so, ne? Aber hier gefällt mir genau so, wie er hier so rüberkommt, dieses Finish, ne? Das ist toll. Witzigerweise ist ja plötzlich bei Purish BH Cosmetics aufgetaucht und auch die YouTuber-Collaborations. Die 1991-Geschichten waren super schnell weg. Die Miss und Mrs. Bella-Produkte sind dort vereinzelt noch zu finden. Ich habe jetzt hier die Peachy-Palette, die ich wirklich, wirklich auch sehr, sehr gerne mag. Und ja, da kann man halt einfach immer schauen, welchen Ton möchte man gerade verwenden. Also ich würde jetzt tatsächlich einfach in alle reingehen und mir den dann auch entsprechend hier so auftragen. Da habe ich einen schönen pfirsichfarbenen Blush. Das ist auch nicht so häufig, dass ich sowas in meiner Sammlung habe. Verbindet sich auch echt toll mit dem von Nabla, sodass es irgendwie ein harmonisches Bild ergibt, ne? Weil dadurch, dass ich ja den von Nabla drunter habe, habe ich so dieses, von innen kommt schon mal ein bisschen Röte ins Gesicht. Und dann kommt noch dieser Puderblush drüber, der sich dann auch toll mit der Haut verbindet. Und ich finde, das sieht einfach immer klasse aus. Und das mag ich einfach gerne auch so tragen. Deswegen immer, wenn ich mich schminke, habe ich sowohl meinen Creamblush drunter, als auch dann den Puderblush oben drüber. Das macht die Geschichte auch tatsächlich immer haltbarer und es sieht harmonischer aus einfach. Ich weiß gar nicht, welche die erste Marke war, die es bei Purish zu kaufen gab. Aber ich glaube, Ofra war ganz vorne mit dabei. Und da war auch noch ein ganz anderer Internetauftritt von Purish. Und ganz am Anfang haben wir auch zusammengearbeitet schon. Ich habe hier den Highlighter in der Farbe Star Island und den gibt es natürlich in, ich weiß nicht, 15, 20 verschiedenen Farben. Das ist jetzt sehr, sehr hell und der knallt. Der knallt wirklich derbe. Aber da habe ich einfach Bock drauf, auch gerade. Also das ist so ein, so ein richtiger Ofra-Highlighter. Ne? Ich trage mir den jetzt erstmal dezent auf, dann seht ihr, wie der quasi so in einer Schicht aussieht, aber man kann ihn schichten. Das ist überhaupt kein Problem, Leute. Ne? Damit könnt ihr wirklich, keine Ahnung, irgendwie so Zeichen zum Mond geben, falls ihr dort mal hin was schicken wollt an Nachrichten. Genau. Also ich wollte damit einfach sagen, der ist krass. Augenbrauen. Da habe ich von Be Perfect hier einen Indestructible Brow in der Farbe Ash Brown. Eine wundervolle Farbe. Und auch die Farbabgabe von diesem Stift gefällt mir, ne? Denn es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig und ich kann da wirklich gut mit arbeiten. Das ist sehr empfehlenswert und empfehlenswert. Das würde ich jetzt auch erstmal so lassen. Fixieren werde ich das Ganze jetzt mit Westbarn Co. Das ist Gel Brows, das Brow Styling Gel. Und das ist eins der wirklich wenigen Augenbrauen-Styling-Gels, wo ich sage, mag ich gerne leiden. Ja, weil das einfach funktioniert und nicht so schmierig halt irgendwie ist. Man geht da einfach mit so einem Spoolie-Ding rein und kann sich das in die Augenbrauen reinkämmen. Auch schon tatsächlich, wenn man Produkt in den Augenbrauen drin hat. Das finde ich persönlich auch immer sehr cool.
Ich muss aber gestehen, dass ich eher so ein Fan bei Augenbrauenfixierungsprodukten bin von diesen klassischen in der Tube, also in der, ne, also ja, flüssig halt. Genau, so sieht das jetzt soweit aus und jetzt kommen wir zu einem ganz fancy Produkt. Ehrlich gesagt war das jetzt nicht eine der Top-Top-Top-Favoriten-Paletten, aber es ist eine mega geile Palette, wo ich sagen muss, Leute, das ist so ein Produkt, weswegen ich einfach Make-up-addict bin. Das ist von Denise Myricks die Lightwork Volume 4 Transcendence Palette. Und ja, von außen ist sie schon mal richtig schön, von innen ist sie einfach krass. Ich habe euch... Sie ist auch ein bisschen wehrig, ne? Ich habe euch hier mal ein Video gemacht oder ein Short, wo man Swatches zu der Palette findet. Die ist einfach Hammer, Leute, ne? Natürlich ist es keine Anfängerpalette. Das ist eine Geschichte, wo man halt so ein bisschen eskalieren kann. Du kannst mit jedem dieser Töne im Prinzip einen Monolook machen. Dass du dir einen Bronzer in die Lidfalte gibst und dann das einfach auf das Lid. Fertig ist die Laube. Diese beiden Töne sind Liner. Die aktivierst du mit Wasser. Die werde ich heute, ich glaube, weiß ich nicht, ob ich die verwenden werde. Ich glaube eher weniger. Und das hier sind ganz, ganz spezielle Töne. In gepresster Variante nennt sich, ja, gepresste Chrome Flakes. Also das steht nämlich hier auch auf diesem Einleger mit drauf, wie die halt sind. Hier oben sind Velvet Chromes und Glass Metallics, genauso auch unten. Also ich würde sagen, wir machen hiermit einen relativ simplen Look, weil wie gesagt, du kannst theoretisch jeden diesen Ton einfach aufs Lid machen und hast damit einen fertigen Look, ne? Mache ich wirklich einen simplen Look? Online habe ich so einen Look gesehen, wo die Dame sich zuerst halt ja so eine Basis aufgetragen hat, indem sie halt den Blush, den sie verwendet hat, an dem unteren Wimpernkranz aufgetragen hat, dann in der Lidfalte und hier außen so ein bisschen. Das ist ziemlich cool, wenn man das halt so macht, weil direkt harmonisch, ne? Ich habe ja den Blush ja auch schon im Gesicht. Das ist doch schon mal eine schöne Basis. Dann nehme ich mir so einen, ja, Lidschattenpinsel auch aus diesem Linda Hallberg Set und gehe in den Ton Trance. Das ist ja dieser wunderschöne Dunkelblauton. Und den setze ich mir jetzt auf mein bewegliches Lid. Da muss man jetzt etwas mutiger sein. Es geht etwas schneller, wenn man es mit dem Finger macht. Ne? Da kann ich gleich einfach die feinen Geschichten mit dem Pinsel machen. Na, wirklich verblenden lässt er sich nicht. Ne? Dann sieht das nicht so nicey aus. Schade. Jetzt sind wir mal ein bisschen fancy und nehmen diesen Pressed Chrome Flake, den Paradise. Das lässt sich wirklich am besten mit dem Finger auftragen. Der ist auch, ja, feucht. Also, ne? Das ist einfach Hammer. Ich habe jetzt im Prinzip ja nur die Basis quasi dafür gemacht und den setze ich mir jetzt da oben drauf. Mit so einem Spoolie kann man außen drum rum das Ganze dann immer wieder so ein bisschen korrigieren, weil du wirst safe Glitzer Fallout und sowas haben, ne? Das ist immer eine ganz wichtige und hilfreiche Geschichte. Man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass es kein easy-peasy-Look wird, also den man mal eben schnell macht. Und jetzt kommt noch ein bisschen Zen mit rein. Das ist dieser Velvet Chrome, der so, ja, Gold und Grün changiert. Den setze ich mir nämlich jetzt in den Innenwinkel rein. Das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Ich weiß noch nicht, ob ich so Ultra-Fan von diesem Schlangenhauteffekt bin, den diese Chrome Flakes dann ja quasi auf den Augen machen, ne? Aber ich finde, es ist einfach mal was Außergewöhnliches irgendwie und deswegen, das passt halt auch gerade heute mal so zu meinem lila Oberteil. Vielleicht ist es dem einen oder anderen ein bisschen zu dunkel, da kann man gerne den Ton Angels nehmen, das ist dieser Glass Metallics Ton. Und den kann man sich dann so ein bisschen drüber tupfen, um das Ganze aufzuhellen. Mache ich jetzt hier einfach auf dem beweglichen Lid, ne? Das gibt nämlich schon mal so eine kleine, man sieht es auch, ne? Eine kleine aufhellende Geschichte, finde ich irgendwie freundlicher. Es ist mal was ganz, ganz anderes von mir, aber ich möchte auch dieses Jahr einfach mal dafür nehmen, um euch einfach auch mal was ganz anderes von mir zu zeigen. Ja, ne? Genau, den Look habe ich im Internet irgendwie so ähnlich gefunden, bis auf den Angels, ne? Fand ich ganz inspirativ und den habe ich jetzt einfach mal auf meine Augen gebracht. Also man könnte jetzt definitiv noch einen von den wasseraktivierbaren Eyelinern aus der Palette nehmen, um ihn auf die Augen zu bringen. Ich möchte aber gerne von Love mit Oscar Atom, die Atom Eye, diesen Eyeliner verwenden. Das hat so eine Pinselspitze und eine Kugel zum Schütteln, was auch immer sehr wichtig ist. Und ja, los geht's. Mal gucken, ob der auf diesen Chrome Flakes malt. Schon irgendwie. Das wird auch nicht jeder Eyeliner hinkriegen, ne? Und ja, sieht soweit so gut aus. Symmetrie. Üben wir nach wie vor noch ein bisschen. Auch dieses Jahr muss ich mich wieder in Symmetrie üben.
gefällt mir. Und ich finde es so aufregend, wie mein Inner Corner so changiert. Dieses Goldgrün, das ist einfach mal was total Spektakuläres. Und jetzt kommen wir auch erstmal zum Setting Spray. Da habe ich nämlich hier von How Cosmetics das Indigo Child Setting Skin Perfector. Und das ist so toll, weil da sind auch so Schimmerpigmente mit drin. Und wenn man das schüttelt, dann sieht man auch diesen Perlglanz. Und das ist jetzt mein zweites oder drittes schon. Ich habe da mal eine kleine Dusche genommen. Dann biegen wir uns mal die Wimpern zurecht. Und dann kommen wir natürlich zu einer Mascara, die nicht nur eure Lieblingsmascara ist, sondern auch meine. Nabla Vicious. Oh, die ist so großartig, die macht richtig tolle Wimpern. Hat so ein Gummibürstchen, was sehr speziell aussieht und genauso wie die Lidschattenpalette oder die, ja, ganz aufregende Palette, erfordert auch diese Mascara einen entsprechenden, ja, man muss sich kennenlernen, ne? Ja, und ich habe sie kennengelernt, ich habe sie lieben gelernt und wir mögen uns sehr, sehr gerne gegenseitig und jetzt kommt sie auf die Wimpern. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Ja, jetzt mit diesem intensiven Augenlook kommt das natürlich nicht so super krass zur Geltung, deswegen komme ich euch jetzt mal ein bisschen näher. Die Wimpern, Mascara, die Mascara. Die Mascara macht krasse Wimpern, so wollte ich das sagen. Das ist schon heftig, ne? Also, das kann man intensiv machen, man kann es auch dezent halten, aber ich mag es halt gerne intensiv und gerade zu dem Look ist intensiv ein Muss. Wow, okay, ja, Lippen. Die müssen jetzt auch noch sein. Natürlich, Nabla Lip Shaper habe ich hier in der Farbe Nude Nummer 1. Ja, der ist auch wirklich sehr schön, ne? Ich habe mir den jetzt auch mal auf die komplette Lippe gegeben und habe damit dann wirklich so eine sehr, sehr kühle Lippe, oder? Ist aber nicht schlimm. Ich gebe mir da drüber von Luna Beauty dieses Lip Oil. Ich weiß gar nicht, Dermi. Ja, ich glaube, die gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Und das verwandelt jetzt den Lip Liner in einen dunklen Gloss, was ich ziemlich cool finde. Und auch irgendwie passend zum Look. Und ich finde, dass dieser Look extravagant ist. Und das finde ich auch mal ganz angenehm. Also, dass man halt auch mal ausprobieren kann, dass man einfach mal irgendwie, ne, Spaß hat. Aber ich fühle mich damit wohl und ich finde, es ist einfach, ich weiß nicht, es ist schön, es sind tolle Produkte, die einfach in Kombi total super miteinander harmonieren und ihr habt den Look jetzt sicherlich auch schon in der letzten Woche bei einigen Videos gesehen, denn ich werde jetzt gleich ein paar Videos damit drehen und ich mag es, wie es aussieht. Ich finde es einfach angenehm, ich finde es schön, wie die Base miteinander verschmolzen ist, wie das Ganze miteinander harmoniert. Ich mag die Lippenkombi. Die Augen, ach, meine Lieblingsmascara, kann man nichts anderes sagen. Mein Lieblings-Eyeliner definitiv auch. Auch wenn es Lauf jetzt irgendwie jetzt nicht mehr so wirklich geben wird. Aber der Eyeliner ist echt der Hammer. Die Augenbrauen gefallen mir. Also mir gefällt alles so, ne, auch im Zusammenspiel miteinander. Und ihr könnt tatsächlich jetzt bis zum 11.02. 20% auf das komplette Sortiment bei Purish sparen. Claudi20, gönnt euch das auf jeden Fall hart, falls ihr vielleicht noch irgendwie nach einem Valentinstagsgeschenk sucht oder euch was wünschen möchtet, könnt ihr das ja auch entsprechend kommunizieren. Und ja, das war's hier von mir und dem Fullface Nabla Quatsch. Ja, genau. Fullface Nabla wäre es fast geworden. Nein, Fullface Purish, eure Favoriten. Mann. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!